Laurenz Gogel für Kunsthaus 15. An der Kamera, wie gewohnt, André Ankreuz. Wir befinden uns heute in dem Europabüro von Frau Sabine Verheyen, Mitglied des Europäischen Parlaments und für uns ganz wichtig, Koordinatorin, oh, ganz schweres Wort, und Sprecherin des Ausschusses für Kultur und Bildung. Wir freuen uns, Frau Verheyen, dass Sie uns die Gelegenheit geben, mit Ihnen ein Interview zu führen. Bei Ihrem sehr engen Zeitplan wissen wir das durchaus zu schätzen. Meine Eingangsfrage, wenn es denn überhaupt eine Eingangsfrage ist, ich habe eben betont, für uns naturgemäß wichtig auf diesem Kanal Ihre Arbeit in dem Ausschuss Kultur und Bildung. Sprecherin des Ausschusses, und Frage ist einfach, wie können wir uns da Ihre Tätigkeit vorstellen? Also die Arbeit im Ausschuss für Kultur und Bildung ist zunächst einmal, finde ich, eine sehr spannende und sehr weitreichende, weil Kultur ist ein Querschnittsthema. Das ist ein schönes Wort, das immer wieder gebraucht wird, aber Kultur spielt eigentlich überall rein und ist die Basis auch unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens und gerade im Europäischen Parlament oder in der Europäischen Union, wo ja Einheit in Vielfalt das Hauptmotto ist, ist Kultur natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Arbeit als Sprecherin und Koordinatorin für unsere Fraktion im Kulturausschuss beinhaltet in erster Linie die, ja, ich sag mal, Organisation der eigenen Arbeit, der eigenen Fraktion. Es geht hier darum, die Zuteilung der einzelnen Dossiers auf die Kollegen und Mitarbeiter zu organisieren, mit den Koordinatoren der anderen Fraktionen, also den Sprechern der anderen Fraktionen, die Zuständigkeiten zu diskutieren und zu regeln, welche Fraktion ist federführend für ein bestimmtes Dossier, welche Fraktion macht den sogenannten Schattenberichterstatter. Also es gibt immer einen Verantwortlichen für einen Text, für ein Thema, an dem wir gerade arbeiten. Und aus jeder Fraktion wird dann dem jemand zur Seite gestellt. Wir sind im Endeffekt als Koordinatoren diejenigen, die diese Arbeit strukturell koordinieren. Wir bereiten die Sitzungen zum Teil auch mit vor. Wir besprechen auch organisatorische Abläufe, aber auch inhaltliche Vordebatten, wenn es um grundsätzliche große Themen geht. Wir haben jetzt zum Beispiel eine neue Arbeitsgruppe gebildet zum Thema Brexit. Auch da ist natürlich kultureller Austausch und viele andere Kulturen, Bildungsbereiche von betroffen. Da steckt mehr hinter, als man denkt. Und die Arbeit ist sehr vielfältig, vor allem, weil wir auch durch die Digitalisierung im Moment einen ganz, ganz großen neuen Themenkomplex haben im Bereich der Medien- und Kulturpolitik, weil natürlich auch Kultur und Medien, vor dem digitalen Zeitalter. Frau Verheyen, ich weiß, das ist eine Hauptaufgabe, die Sie im Ausschuss sehen, diese digitale auch Verwertung von Kreativität. Wir wissen ja, dass im Internet durchaus Urheberrechte sehr oft verletzt werden. Und Sie haben sich da, glaube ich, auch die Fahnen geschrieben, dort eine gesetzliche Regelung auf den Weg zu bringen. Habe ich das so richtig verstanden? Ich habe das auf Ihrer Webseite gelesen. Ich halte das für äußerst interessant für alle Leute, die im kreativen Bereich arbeiten. Ich kann zum Beispiel sagen, bei den Dingen, die ich im Internet reinsetze, bin ich mir nie sicher, ob die eine Verwertung erfahren, von denen ich nichts erfahre. Das bedeutet also, das ist so eine wilde Geschichte und gesetzliche Regelungen fehlen. Was können Sie uns dazu sagen? Wie weit ist da der Stand der Dinge? Also wir haben ja im Endeffekt ein Urheberrecht, ein Copyright, wie es bei uns immer so schön heißt. Das Gesetz gibt es. Die Frage ist, wie setze ich das um und wie passe ich im Endeffekt die Gesetzgebung auch an die Realität der heutigen Zeit, die Realität im Internet an. Da gibt es jetzt Vorschläge von Seiten der Kommission in dem Bereich des Urheberrechts, auch mit Ausnahmen und so weiter, wie das ausgestaltet werden kann. Es gibt ja sogenannte Schranken und auch Ausnahmen vom Copyright für bestimmte Arten von Nutzung.
wenn ich zum Beispiel mein privates Foto vom Eiffelturm mache, dann ist das eine Geschichte. Wenn ich allerdings das dann vermarkte und kommerziell nutze, ist das eine andere Geschichte. Bisher war das so, dass vor allem die großen Plattformen wie YouTube oder auch Facebook oder auch andere vom Haftungsprivileg mehr oder weniger von einer Haftung ausgeschlossen waren. Das heißt, ich ist für die relativ wurscht war, was passiert auf meiner Seite. Und wenn dann jemand auf die Seiten was draufgestellt hat, was urheberrechtlich geschützt ist, waren immer feiner und kleiner. Und es ging im Endeffekt dann an den Nutzer, der womöglich die ganzen urheberrechtlichen Geschichten nicht kennt. Und wir wollen im Endeffekt hier bei denjenigen, die ja auch einen wirtschaftlichen Nutzen davon ziehen, dass auf diesen Seiten eben Inhalte verbreitet werden, auch eine Verantwortlichkeit herstellen. Und das ist eins der Themen, an denen wir arbeiten. Weil ich glaube, wir können heutzutage froh sein, dass Künstler und Kulturschaffende und Kreative auch leben können von dem, was sie kreieren. Und es muss auch so sein, dass jemand, der, ich sag mal, vollumfänglich, vollberuflich kreativ tätig ist, auch die Möglichkeit hat, davon eine Existenz zu gründen und darauf eine Existenz auch aufzubauen. Und das setzt voraus, dass natürlich auch eine faire Entlohnung der geleisteten Arbeit, auch der Kreativleistung da ist. Und jeder, der diese Leistung für sich nutzt, der diese Leistung auch kommerziell nutzt oder auch in einer anderen Form nutzt und weiterverbreitet, muss demjenigen, der es, ich sag mal, kreiert hat, der die Idee hatte, dessen Eigentum es im Endeffekt ist, muss das auch entsprechend entlohnen. Und da müssen wir halt eben Möglichkeiten finden, wie wir die Interessen von Internetnutzern auf der einen Seite, auch die Vorteile, die das Internet bietet, aufgrund einer leichten Verbreitung von Inhalten, einen leichteren Zugang zu Kultur, zu Inhalten, zu Bildern, zu Musik, zu Filmen, zu allem Möglichen, auch nutzen auf der einen Seite, aber fair nutzen, sodass auch diejenigen, die, deren Gehirnschmalz und deren Kreativität da drin steckt, auch etwas davon haben. Frau Verheyen, das habe ich verstanden. Mir kommt manchmal die Idee, wir haben es ja mit amerikanischen Unternehmen zu tun, Facebook, YouTube. Die großen Portale werden ebenfalls über amerikanische Anbieter abgebildet. Frau Verheyen, ich habe, wie gesagt, bekomme den Eindruck, dass wir diese Internetgeschichte in Europa dahingehend etwas verpennt haben. Wir haben in diesem riesen Internet keine eigenen Server, keine eigenen Knotenstellen. Wir bestimmen das Geschehen im Netz nicht, was Regelungen angeht. Wie gesagt, wir haben es mit amerikanischen Unternehmen zu tun. Ich musste vor kurzem auf meinem Kanal eine bestimmte Änderungen vornehmen, wurde denn sehr massiv darauf hingewiesen, dass der Gerichtsstand in Kalifornien ist. Ganz klar. Und dass wir für Inhalte haften, alles vollkommen in Ordnung, Gerichtsstand Kalifornien. Nun stellen Sie sich das mal bei einer Auseinandersetzung vor, das kann sehr schwierig werden, auch für einen einfachen User, der irgendetwas tut und doch in rechtsrelevante Dinge hineingerät. Also, diese technische Geschichte, haben wir überhaupt nichts in diesem Riesennetz zu melden? Haben Sie da irgendwo, können Sie uns da Hoffnung machen, dass sich das in Zukunft ändern wird, dass wir eigene Betriebssysteme entwickeln, dass wir eigene Knoten im Netz einrichten? Das sind ja riesige Server, die dieses Netz weltweit bilden und somit etwas Autonomie gewinnen und nicht hier auf Gedeih und Verderb dort. Das hat jetzt mit Anti-Amerikanismus nichts zu tun, aber amerikanischen Unternehmen praktisch, und das muss man manchmal so sagen, ausgeliefert sind. Ich verfolge ja immer die Diskussion, wenn es darum geht, Facebook oder YouTube dazu zu bewegen, bestimmte Dinge zu löschen. Das sind ganz schwierige Operationen, die dort durchgeführt werden. Ich habe da ein Unwohlsein für die Zukunft. Ist das jetzt eine Fantasie von mir? Oder
ist das eine Abbildung der Realität? Was würden Sie dazu sagen, Frau Verheyen? Also zum einen ist es so, dass wir natürlich auch hier Knoten und Server und alles Mögliche auf europäischem Grund und Boden haben. Es gibt auch, ich sag mal, von Google oder YouTube entsprechende Server hier, die sind im Endeffekt weltweit verteilt. Von YouTube und Google? Auch YouTube und Google haben hier auch Server. Ja, das ist klar. Also es gibt schon, ich sag mal, entsprechende Kapazitäten natürlich auch hier. Das Internet ist, ich sag mal, eine weltweit vernetzte Geschichte, ist ein weltweites Netzwerk. Für uns ist es allerdings wichtig, dass man, ja, ich sag mal, hier im Rahmen der Gesetzgebung eine Zuständigkeit findet. Dass also jemand, der hier Dienste anbietet, nach den gleichen Spielregeln spielt wie jemand, der aus Europa stammt. Und darum muss es im Endeffekt gehen in der Gesetzgebung, dass wir, ja, ich sag mal, hierhin dazu kommen, dass die, ich sag mal, unsere Datenschutzvorstellungen, die wir in Europa haben, auch für amerikanische Konzerne, die in Europa tätig sind, im Internet gelten. Dass urheberrechtliche Fragen auch für Konzerne, die aus anderen Staaten, das kann genauso gut auch China oder andere sein, die hier in Europa tätig sind, nach den gleichen Bedingungen spielen müssen auf unserem Markt mit ihren Diensten in unserem Umfeld, wie andere europäische Unternehmen auch. Und ich sag mal, auch für die Verbraucher, für die Nutzer ist es wichtig, dass eben die Spielregeln von allen, die hier in Europa eine Rolle spielen und ihre Dienste anbieten wollen im Internet, auch akzeptiert und respektiert werden. Und das ist etwas, wo wir halt eben konsequent in vielen Bereichen, also nicht nur im, ich sag mal, medienrechtlichen Bereich, nicht nur im Urheberrecht, sondern auch im Verbraucherschutzrecht und so weiter, vieles an diese digitale Realität anpassen müssen. Das ist natürlich schwierig, wenn man grundsätzlich solche Dinge wie ein Herkunftslandprinzip mal eingeführt hat, wo man gesagt hat, es gilt immer die Rechtsetzung des Landes, wo das Unternehmen herkommt und nicht das sogenannte Marktortprinzip, also da, wo ich etwas anbiete. Das hat man mal bei uns in Europa eingeführt, weil wir in Europa ähnliche Regeln überall haben und wir versuchen halt eben, es sowohl für Unternehmen als auch für Verbraucher so einfach wie möglich zu machen. Das funktioniert aber in einem globalisierten System mit extrem unterschiedlichen Rechtssituationen natürlich nicht so. Und da muss man halt eben auch sehen, wie passt man das an und mit welchen Wegen, mit welchen Mitteln und welchen Rechtsmitteln kommt man am besten an diese Geschichten ran. Sodass, ich sag mal, halt eben dann auch für Dienste, die angeboten werden, eben nicht nur das kalifornische Recht gilt, sondern zum Beispiel auch unser Datenschutzrecht und dann auch entsprechende Verpflichtungen, wenn ich einem europäischen Bürger einen bestimmten Service im Internet anbiete, auch die Datenschutzverpflichtungen aus Europa gelten. Mhm. Frau Verheyen, wenn wir auf die regionale Ebene jetzt mal zurückkehren. Ich habe ja in der Einführung, die Einführung war sehr kurz, Sie haben natürlich noch wesentlich andere politische Tätigkeiten in Brüssel als jetzt speziell dieser Ausschuss. Das will ich zur Ergänzung mal etwas sagen. Und Sie braucht man in der Euregio nicht mehr sehr groß vorzustellen, denn sind bestens in der Euregio, nicht nur in der Kulturszene, sondern auch in der Bevölkerung bekannt für ihr hohes Engagement, was zum Beispiel für kulturschaffende Künstler sehr wichtig ist. Ich sage das aus folgendem Grunde, Frau Verheyen. In den Kommunen gibt es nahezu kein Budget mehr für Kultur. Das bedeutet, das ist ein Budgetposten, der ist total weggefallen. Nun wissen wir, die Kommunen ächzen unter enormen Lasten. Es führt dazu, dass sehr viele private Initiativen, auch unter Kulturschaffenden, das versuchen abzudecken, wo vormals die Städte, die Kommunen oder wir sagen jetzt ganz einfach mal der Staat präsent war. Gehen wir jetzt auf einer höheren Ebene, schauen uns die Museen an, wissen wir, dass die Museen nicht mehr mit den notwendigen Mitteln ausgestattet sind, Ankäufe zu tätigen. Gehen wir zurück im Kleinen bei den Kommunen. Es werden Ausstellungen, Kunstausstellungen für Bürger organisiert werden. Es ist so, bestenfalls werden Räume zur Verfügung gestellt. Aber sonstige Kosten, die mit diesem Vorhaben verbunden sind, tragen dann die Kulturschaffenden oder die Initiativen, die sich gebildet haben, um dies möglich zu machen. Ich sage das aus vollem Grund, Frau Verheyen. Was bedeutet Kultur für eine Gesellschaft? Darf Kultur Geld kosten? Kann es sein, dass die öffentliche Hand sich aus diesem
Bereich, was die Finanzierung angeht, raustut, einfach mit dem Argument, wir leben in schwierigen Zeiten und die Budgets sind ausgeschöpft, wir brauchen das Geld an anderer Stelle. Man sich auf die Zivilgesellschaft verlässt. Es ist toll, dass das passiert, dass die Initiativen da sind. Und ich weiß, dass Sie ganz besonders ein hohes Engagement in der Regio haben, diese Initiativen zu unterstützen. Das ist mir immer aufgefallen und dann an der Stelle bedanke ich mich, auch stellvertretend für viele Kulturschaffende. Aber die Situation, die ich Sie glaube, jetzt beschrieben zu haben, entspricht der Realität oder aber sehe ich das zu schwarz? Was können Sie uns hierzu sagen, Frau Wein? Also ich glaube schon, dass die Tendenz, das haben Sie sehr richtig gesagt, die Tendenz, wenn es mal finanziell knapp wird, im Kulturbudget als erstes mal den Rotstift anzusetzen, immer relativ leicht ist. Weil viele glauben, Kultur ist zur Not auch mal verzichtbar. Es gibt ja alles andere, was viel, viel wichtiger ist, in Anführungszeichen. Ich sehe das nicht so. Ich halte das für eine massive Fehleinschätzung. Denn ich glaube, dass sich unser Menschsein, unsere Gesellschaft auch über die Kultur erst bildet und auch Kultur eine Art des Ausdrucks auch unserer Gesellschaft ist. Und ich sag mal, wir auch zu einer Verrohung kommen, wenn Kultur eben keine Rolle mehr spielt. Wenn Musik, wenn gestaltende Kunst, wenn Filme und so weiter keine Rolle mehr spielen oder es auch nicht gefördert wird. Es ist wichtig, dass es natürlich private Initiativen gibt und ich bin sehr, sehr froh, dass eben auch private Personen wieder stärker auch in diesen Bereich mit hineinkommen. Allerdings darf das nicht dazu führen, dass sich die öffentliche Hand raustut. Ich war eigentlich froh, dass wir aus diesem klassischen Mäzenentum vergangener Jahrhunderte ein Stück auch raus sind. Deshalb finde ich es auch wichtig, dass Kultur als beides gesehen wird. Zum einen als ein Wirtschaftsgut, aber eben auch als ein gesellschaftliches Gut. Und diese, ich sag mal, Doppelseitigkeit oder zwei Seiten der Kultur miteinander sinnhaft zu verbinden, ist genau die Herausforderung, die heute auch in der Kulturförderung existiert. Dass man auf der einen Seite sehen muss, wo schaffe ich, ich sag mal, über die Kulturtöpfe entsprechende Unterstützung auch für Kulturschaffende. Auf der anderen Seite aber auch sehen, wo ist ein Kulturschaffender auch ein Stück auch ein Unternehmer? Wo ist er jemand, der Arbeitsplätze schafft? Wo ist er jemand, der selber, und wenn er auch nur für sich selber einen Arbeitsplatz geschaffen hat, auch eine wirtschaftliche Leistung erbringt? Und das, was wir im Moment zum Beispiel versuchen auf der europäischen Ebene, ist stärker als bisher auch gerade für den Kreativsektor, der ja sehr vielfältig aufgestellt ist. Auch andere Fördermöglichkeiten, zum Beispiel über Wirtschaftsfördertöpfe, über andere Strukturförderung etwas zu erreichen. Ich sag mal, wenn ich eine Region habe, ein bestimmtes Ort, ich habe da einen Ort in Spanien gerade vor Augen, wo sich viele Künstler angesiedelt haben, wo daher auch ein gewisser Tourismus entstanden ist, die genau diese Orte auch aufsuchen, dann ist das auch ein Stück Tourismuswirtschaft, dann ist diese Kultur, sind diese Kulturschaffende auch Unternehmer im klassischen Sinne und müssen nicht nur aus dem Kulturtopf Unterstützung erfahren können, sondern eben auch aus Strukturfördertöpfen, aus Wirtschaftsfördertöpfen und das zu erleichtern, gerade auch für die Kreativwirtschaft, an dieser Förderung stärker mit teilzuhaben, ist im Moment eines der Ziele, die wir auf der europäischen Ebene im Kulturausschuss verfolgen. Das hat er im letzten Jahr auch einen Bericht gegeben zum Thema Kultur auch als Wirtschaftsgut oder im Rahmen der Wirtschaftsförderung. Die Förderprogramme, die wir auf der europäischen Ebene haben, auch für strukturschwache Regionen, auch auf Kulturschaffende, auf Kreativwirtschaft mit auszuweiten. Ich denke, das ist ein wichtiger Ansatz, um hier auch Fördermöglichkeiten aufzutun. Ich möchte aber hier auch Kommunen und auch den Staat als solche nicht aus der Verantwortung herauslassen. Ich bin grundsätzlich dagegen, dass Kultur nur staatlich gefördert wird. Also eine Staatskultur, wie es ja auch mal eine Zeit lang gegeben hat, möchte ich nicht. Dass nur die Herrschenden in einem Land bestimmen, was kulturell möglich ist und was nicht. Das schränkt Vielfalt ein. Ich möchte, dass so vielfältig wie die Kulturlandschaft ist, auch die Fördermöglichkeiten für Kultur da sind. Und da muss man halt eben aber trotzdem aufpassen, dass halt eben die öffentliche Hand nicht aus der Verantwortung rausgenommen wird. Es muss Möglichkeiten geben und gerade auch eine Stadt
ein Oberzentrum wie Aachen oder auch andere Städte, größere Städte, auch kleinere, leben auch davon, dass sie ihr kulturelles Erbe und ihren kulturellen Reichtum und die Vielfalt auch entsprechend darstellen können. Deshalb brauchen wir auch heute noch Museen. Wir brauchen auch heute, auch wenn man im Internet vieles sich angucken kann, brauchen wir auch die haptische Erfahrung oder dieses vor einem Bild mal stehen, mal zu sehen, wie ist die Struktur, wie ist es gemalt, wie ist der Auftrag von Farbe. Auch im Konzertsaal mal Musik live zu hören, selbst wenn digitale Aufzeichnung von mir mittlerweile eine unwahrscheinliche Klasse hat und wenn ich ein tolles Surround-System habe, ich womöglich auch zu Hause ein tolles Klangerlebnis habe, es ist nicht vergleichbar mit einem Live-Konzert, mit einer Live-Aufführung, mit einem Konzertabend in der Konzerthalle, mit dem Theaterbesuch. Und das muss weiter auch erhalten und möglich werden. Und das muss es uns auch wert sein in einer Gesellschaft. Und wenn ich dann immer höre, ja, uns geht es ja so schlecht, dann muss man überlegen, wir sind im Moment in einer wirtschaftlichen Situation, gerade in Deutschland, wo man eigentlich nicht darüber klagen kann, dass es uns so furchtbar schlecht geht. Insofern muss man sich auch ein Stück darauf besinnen, wie viel davon, was an Gesamtleistung erbracht wird, wird auch über den Kreativsektor erbracht. Das ist einer der Sektoren, die in den letzten Jahren das höchste Wachstum verzeichnet haben, die eine unwahrscheinliche Anzahl von Arbeitsplätzen schaffen. Da ist jetzt, sagen wir mal, nicht nur der klassische Künstler im Sinne von der Maler, der Musiker, mit von der Faszination eben auch in dem kompletten Bereich. Schauen wir uns mal an, wie viele Leute sind an einem Theater, wie viele Leute sind in einer Kulturstätte, im Kabarett, im Kreativbereich beschäftigt, wie viele Kameramänner gibt es, wie viele Tontechniker, all das, was da hinten ja auch über den Kreativsektor mit beschäftigt wird. Das ist ein Riesenbereich und den darf man einfach nicht aus den Augen verlieren und muss da auch entsprechend Unterstützung und Förderung geben, so wie man das mit anderen Wirtschaftsbereichen auch tut. Und wenn das mal genauso gut angesehen wird wie womöglich auch die Automobilindustrie, dann wären wir, also was die Förderung und Unterstützung angeht, dann wären wir vielleicht auch einen Schritt weiter. Ja, Schatz beiseite. Das wäre sehr schön und zu wünschen. Frau Verheyen, ich weiß, dass Sie Mitglied des Europäischen Parlaments natürlich eine Verfechterin der europäischen Idee sind. Aber Sie sind es sehr stark. Eindruck, den ich immer gewinne, wenn ich Sie erlebe in der Öffentlichkeit, überzeugend auch. Wir sind hier in Euregio. Das ist so eine tolle Region. Das ist Belgien, Holland. Es bestehen seit Jahrzehnten unter den Menschen und also auch vor dem Weltkrieg sehr enge Beziehungen. Wir haben sehr viele holländische Freunde. Wir haben Freunde in Belgien. Das ist normal. Meine Schwiegertochter ist Holländerin, somit ist der Enkel. Ja, so, das ist eine wunderbare Region. Hier klappen die Geschichten über die Grenzen. Allgemein muss ich Ihnen jedoch sagen, ist mein Eindruck, die europäische Idee, es wird sehr viel über Europa gesprochen. Ich habe manchmal das Gefühl, die Menschen vor Ort, ja, die leben das. Aber die Politik, sobald es dann um das Geld geht, um wirtschaftliche Interessen geht, dann sieht das mit Europa schon etwas anders aus. Ich will jetzt nicht von der Unsäglichkeit sprechen, die wir im Süden von Europa erleben, sondern ich nehme einfach mal Frankreich als Beispiel. Da sind wir ja noch mit einem blauen Auge, glaube ich, davongekommen. Jetzt würde es wirklich darum gehen und das darf ich mir jetzt mal auch in dem Interview erlauben, ich führe es nicht politisch, aber diesen Herrn Macron sehr zu unterstützen. Passiert das, wird das passieren oder wird es wieder so sein, dass die Bundesrepublik, wie alle Staaten in der EU, letztendlich wieder rein egoistische Wirtschaftsziele verfolgt? Ich sage das aus vollem Grundverfahren. Auf der Ebene der Bürger funktioniert es und es funktioniert gut. Und hier ist der Euregio das Beispiel dafür. Und Sie sind auch ein Beispiel, da Sie auch über diese Grenzen in der Euregio nach Belgien und Holland aktiv sind. Das weiß ich sehr gut. Aber wie sieht es denn hier im Europäischen Parlament aus? Wie sieht es auf der nationalen Ebene
regierungsmäßig aus? Ist dann mein Eindruck zu düster? Sehe ich das falsch? Oder ist irgendetwas dran? Vielleicht, dass Sie dazu etwas sagen, Frau Fahey. Das ist eine sehr, sehr komplexe Frage. Wie ist das gemeint, Herr Sie sagten eben einfache Fragen, ja. Es ist so, dass auf der einen Seite Europa natürlich etwas ist, was immer noch im Entstehen ist. Ich kann nicht, das hat Garten Esch gesagt, ich kann mich nicht hinsetzen und auf Europa zurückblicken und sagen, so, jetzt ist es fertig. Europa ist etwas, was wächst. Und auch dieses Zusammenwachsen. Und ich gebe Ihnen vollkommen recht, in manchen Punkten ist zwischen den Menschen ein Zusammenwachsen schon viel, viel weiter, als das organisatorisch, staatsorganisatorisch der Fall ist. Wir haben das große Problem, Europa ist ein Verbund von 28 souveränen Staaten. Und diese Souveränität spielt für jeden einzelnen Staat, auch für Frankreich, eine ungeheure Rolle. Auch Frankreich guckt erstmal immer, den eigenen Laden am Laufen zu bekommen. Das tun wir natürlich auch. Wir haben kein Interesse daran, dass wir zugunsten anderer unsere eigenen Sachen kaputt schlagen. Hilft auch Europa am Ende nicht weiter. Nur was wir immer, und das ist, glaube ich, etwas, was man verinnerlichen muss, und deshalb müsste eigentlich jeder nationale Politiker, jeder kommunale Politiker, jeder regionale Politiker auch irgendwo immer ein Stück Europapolitiker sein. Wir müssen unser Handeln, was wir hier tun, auch immer in einen europäischen Kontext setzen. Immer mal überlegen, welche Konsequenz hat das, was ich jetzt entscheide, auch politisch entscheide, was ich mache, nicht nur jetzt für meinen eigenen Bereich, sondern welche Auswirkungen hat das womöglich auch im Gesamten? Hilft es dem Gesamtgefüge, vorwärts zu kommen? Oder da, wo es das nicht tut, wo es zum Schaden eines anderen ist, wie kann ich einen vernünftigen Kompromiss oder einen Ausgleich finden für das, was ich tue? Also das eigene Handeln immer auch in den europäischen Kontext zu setzen, würde ich mir von der nationalen Politik manchmal mehr wünschen, als es oftmals der Fall ist. Ich glaube, dass da aber auch im Endeffekt alle europäischen Staaten ein Stück von lernen müssen. Auch die Griechen hätten mal überlegen müssen, wie ihr eigenes Handeln in die gesamteuropäische Wirkung kommt oder was in Polen oder in Ungarn im Moment läuft. Wir müssen wirklich hier ein Stück mehr auch ein europäisches Bewusstsein schaffen. Und da sind wir noch ein ganzes Stück weit von entfernt. Hier in der Euregio, wo wir tagtäglich Grenzerfahrungen haben, wo wir über die Grenzen hinweg realistisch eigentlich ohne Grenze zusammenleben, spüren wir allerdings irgendwann wieder, ich komme jetzt nochmal wieder auf die Kulturförderung zurück, wenn ich dann versuche, für ein grenzüberschreitendes Kulturprojekt Geld zu bekommen, wenn ich bei den Holländern anfrage, dann sagen die ja für den holländischen Teil gerne, aber das, was in Deutschland passiert, kriegt er von uns kein Geld für. Umgekehrt sagen die deutschen Einrichtungen das natürlich in Fördertöpfen kriege ich auch immer nur für einen Teil. Das heißt, es bleiben dann die europäischen Mittel für grenzüberschreitende Kooperationen, People-to-People, Interreg-Programme und so weiter, gibt es ja auch einen bestimmten Kulturbereich. Das ist dann aber in der Regel nicht besonders viel, was da zur Verfügung steht, weil wir natürlich auch auf der europäischen Ebene für diesen Bereich, der in der nationalen Zuständigkeit liegt, nicht so viele Mittel haben. Und da kommen wir auch wieder zu einem Punkt. Wir müssen Europa an der Stelle ein Stück weiterentwickeln, damit wirklich auch ein Stück europäische Identität besser geschaffen werden kann. Ich will keine Gleichmacherei. Also eine europäische Identität heißt nicht one fits all und alle sind gleich, sondern eben genau dieses eigene Handeln unter dem speziellen Aspekt, in dem ich lebe, in meinem Land, mit der Erfahrung, mit den Wurzeln, die ich habe, das aber trotzdem immer in ein europäisches Gesamtbild zu setzen. Und ich glaube, dass das muss ein Ziel auch europäischer Realität werden, dass ich mich halt eben nicht nur als Deutscher fühle, sondern als deutscher Europäer, als spanischer Europäer, als französischer Europäer. Das ist für mich die Vorstellung einer europäischen Identität. Nicht, ich bin Europäer, egal wo ich bin und ich habe keinen Unterschied, sondern ich habe die vielen unterschiedlichen Sicht- und Denkweisen, aber irgendwo immer in einem Verhältnis zu einem Gesamteuropa gesetzt. Frau Fahey, da möchte ich zu sagen, wenn ich in Spanien eine Kirche betrete, weiß ich immer, dass ich mich in meinem Kulturkreis bewege. Deshalb ist das sehr wichtig, was Sie eben hierzu gesagt haben. Zuletzt möchte ich, und das ist ja auch die Arbeit im Ausschuss Kultur und Bildung, zur Bildung kommen. Ich sage Ihnen offen, welchen Eindruck ich habe. Ich erlebe das in der Familie. Die Unis produzieren, man muss also produzieren vielleicht das falsche Wort, junge Menschen, die exzellent ausgebildet sind, mit Fähigkeiten,
die unsere Wirtschaft unbedingt braucht. Soweit, so gut. Was ich meine ist, dass wenn Sie das klassische Bildungsideal, das humanistische Bildungsideal sehen, dass dies in vielen Bildungsstätten eigentlich nicht mehr vorkommt. Die Konzentration ist tatsächlich darauf, dass junge Menschen, ja, ich möchte sogar hier sagen, geformt werden, die eben halt den Ansprüchen der Wirtschaft genügen. Das wird auch exzellent gemacht. Was mir fehlt, ist, dass irgendwo in die Gewichtung der Lehrinhalte die Bildung hinsichtlich Kultur nicht mehr vorkommt oder zu wenig vorkommt. Da meine Frau mir aber immer sehr oft sagt, du siehst die Dinge zu düster, ist diese Frage für mich sehr interessant, dass Sie die vielleicht so beantworten können, dass ich etwas getröstet aus dem Interview hinausgehe. Also ich sehe schon auch, dass ich sag mal, zu Lasten der speziellen, fachspezifischen Anforderungen, die heute immer mehr an ich sag mal, aus der Industrie, aus der Berufsbildung heraus gestellt werden, dieses Studium Universale, also dieses insgesamt allgemein, oder das, was man eigentlich landläufig schön als eine gute Allgemeinbildung genannt hat, ein Stück verloren geht. Einfach eine Erfahrung zu haben, Musikunterricht gehabt zu haben, Kunstunterricht gehabt zu haben, Grundlagen auch kulturellen Zusammenlebens erlernt zu haben, kulturelle Grundtechniken. Ich glaube, das lässt ein Stück nach. Wenn ich mir angucke, wie viel Kunstunterricht wird dann wirklich noch an den Schulen gegeben, wie viel Musikunterricht habe ich die entsprechenden Lehrer noch, wie hoch ist der Anteil, ich sag mal auch später. Was mich immer wieder tröstet ist, es gibt auch viele junge Künstler, es gibt junge Musiker, es gibt die Musikschulen, es gibt die Möglichkeit, vielleicht sogar mehr als noch früher, auch für viel, viel breitere Bevölkerungsschicht, als es vielleicht ganz früher der Fall war, das zu tun. Allerdings habe ich auch so ein Stück das Gefühl, dass durch neue Technologien, durch Internet, durch Handy, durch den Computer auf der einen Seite neue Kreativformen entstehen, aber eben auch die klassischen Dinge, die sehr mühsam sind, oft zu erlernen. Ich kann Musikinstrument nicht innerhalb weniger Steps und verschiedener Level ruckzuck erlernen. Vielleicht muss man auch überlegen, wie man, ich sag mal, so eine Art Musikunterricht oder das Erlernen eines Instruments auch mit neuen Aspekten nochmal interessant macht. Aber für mich ist es wichtig, dass wir da auch Initiativen noch mehr starten, wieder besser an Kunst und Kultur heranzuführen. Ich weiß, dass es Schulen gibt, die gehen auch nach wie vor mit den Kindern ins Theater, die gehen auch mal in ein Museum rein. Wir haben Schulen, die, ich sag mal, an den Programmen jedem Kind ein Instrument teilnehmen und anderen Programmen. Wie gesagt, wir fördern auch nach wie vor hier in der Stadt Aachen zum Beispiel auch die Musikschule, wo auch Kinder aus sozial schwächeren Familien die Möglichkeiten bekommen, eben wenn sie entsprechend begabt sind und Interesse haben, auch Musikinstrumente zu erlernen. Ich halte das für ausgesprochen wichtig. Ich halte das für extrem notwendig und ich würde mir wünschen, dass da noch ein Stück mehr passieren würde. Im Studium selber finde ich es immer bedauerlich, wenn es dann nachher nur noch auch durch die Konzentration auf bestimmte Fachinhalte diese Allgemeinbildung ein Stück verloren geht. Da würde ich mir eigentlich mehr wünschen noch, dass man hier auch wieder zurückkommt, die Allgemeinbildung wieder stärker in den Vordergrund zu stellen und allgemeine Kultur und Grundtechniken zu erlernen und nicht nur zu wissen, wo finde ich was im Internet, sondern eben auch selber die Technik noch, selber mal einen Pinsel in der Hand gehabt zu haben, selber mal ein Bild gestaltet zu haben, selber auch mal auf einem Musikinstrument etwas ausprobiert zu haben. Die Schulen tun da relativ viel. Also wenn man sich in den Schulen selber mal umguckt, da ist schon ein großes Interesse daran, auch so etwas zu tun. Das Interesse muss aber auch von den Schülern und vor allem die Unterstützung muss auch von den Familien und den Eltern mitkommen. Und da wünsche ich mir eigentlich auch noch einen stärkeren Aspekt. Wer geht heute mit seinem Kind noch ins Theater? Wer geht noch ins Konzert? Es gibt natürlich auch immer wieder Kinder- und Jugendkonzerte. Natürlich, die Angebote sind auch da. Aber ich würde mir da eigentlich immer einen größeren Zuspruch wünschen, weil ich glaube, dass man auch jungen Menschen einen viel, viel weiteren Horizont ermöglicht, auch
Verständnis zu entwickeln für Dinge und eine Offenheit zu entwickeln, eine Neugier auch zu entwickeln, wenn man das frühzeitig erlernt und frühzeitig diese Kulturtechnik noch hat. Ich hätte da eine zusätzliche Frage. Wir sprechen über Kultur, über Fachfächer, aber wie steht es mit sozialen Kompetenzen? Junge Leute werden vorbereitet für die Industrie, vielleicht auch für die Schulen, aber was heutzutage sehr oft fehlen sie, ist das soziale Kompetenz. Du kannst alles gelernt haben, aber wenn du nicht weißt, wie du das, was du gelernt hast, unter die Leute bringst, wenn du nicht weißt, wie du mit Leuten umgehen musst, wenn du nicht weißt, wie andere Kulturen aussehen, wie ich mich mit anderen Kulturen verständige, dann fehlt doch in der Bildung etwas, oder? Ja, die Bildung selber ist das noch nicht mal. Ich glaube, dass gerade bei uns in den Schulen sehr, sehr großer Wert darauf gelegt wird, eben genau diese Sozialkompetenz auch ein Stück zu fördern. Da laufen ganz, ganz viele Dinge. Das spielt eigentlich auch in den Kulturprogrammen, in den Schulprogrammen, auch pädagogischen Grundkonzepten eine unwahrscheinlich große Rolle, Sozialkompetenz zu fördern. Ich glaube, was so ein bisschen schon mal gegen Sozialkompetenz geht, sind die sogenannten Social Networks, die wir haben, die nicht unbedingt etwas wirklich mit sozialer Kompetenz zu tun haben und sozialer Förderung. Das ist, wenn Leute am Tisch sitzen und dann über WhatsApp miteinander kommunizieren, obwohl sie am selben Tisch sitzen, weil sie sich nicht mehr Auge in Auge im Gespräch vertiefen können, sich nicht mehr über einen längeren Zeitraum mal mit einer Sache beschäftigen, dann wird es schwierig. Die Kurzweiligkeit, die Schnelllebigkeit, die durch das Internet auch entsteht, ist, glaube ich, eher ein Problem als die Schule. Ich glaube nicht, dass das Bildungssystem die Sozialkompetenz einschränkt, sondern eben die Art und Weise, wie wir heute auch miteinander in Kommunikation treten. Ja. Der direkte Kontakt spielt eine untergeordnete Rolle gegenüber den Kontakten. Wenn ich stundenlang in Facebook verbringe oder in anderen sogenannten sozialen Netzen, ist immer die Frage, ist es dann nicht besser, wenn ich mich wirklich mit anderen Menschen direkt treffe, wenn ich mich in einen sozialen Kontakt begebe, denn dazu gehört mehr als nur irgendwas mit zwei Daumen in ein Gerät einzugeben oder mit zwei Fingern oder mit einem Finger ins Gerät einzugeben. Mhm. Ich glaube, dass wir da wieder ein Stückchen drüber nachdenken müssen, irgendwann mal auch mal zu lernen, dass es für die Dinger einen Leisetaste oder auch den Ausschalter gibt und eben Sozialkompetenz wird dadurch erlernt, indem ich Auge in Auge mit jemandem rede. Wenn ich sehe, dass heute Menschen miteinander Schluss machen über das Internet, über eine SMS oder über eine WhatsApp-Nachricht, weil sie auch zu feige sind, den anderen dabei ins Gesicht zu sehen und die Emotionen auch anders zu spüren. Ich glaube, dass wir hier eher über eine emotionale als über eine soziale Schwäche oder Lücke sprechen müssen. Und hier müssen wir ein ganzes Stück aufpassen. Dazu gehört für mich auch ein Stück Kultur. Das ist auch eine Frage von Kulturtechnik. Wie gehe ich miteinander um? Wie rede ich mit jemandem? Das hat nicht nur einen gesellschaftlichen, sondern das ist genau die Brücke zwischen Kultur und Gesellschaft und Kultur und den Menschen an sich, diese emotionalen Kompetenzen auch zu schulen, zu stärken und hier auch ein Stück weiterzukommen. Frau Fahey, ich bedanke mich. Gerne. Für dieses Interview. Es war ein Vergnügen. Ja, danke schön.